Heidi, ho, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales Nummer 2. Wir sind dem kopflosen Reiter in Anführungsstrichen entkommen und sind jetzt wieder bei Gulliver am Lagerfeuer. Esther und Timmy sind verschwunden und es geht um einen Paladin. Achte das Wort Paladin und ich habe schon eine leise Ahnung, um welchen Paladin es sich da handelt. Und um einen Werwolf und es ist so vieles Zeugs. Jedenfalls wollen wir nochmal von Gulliver hören, was jetzt nun eigentlich los gewesen ist. Und ich schätze, das wird ein etwas längeres Gespräch. Der Bürgermeister hat vom Herz des Waldes gesprochen. Dort hat das Böse seinen Ursprung. Da ist er sich sicher. Aber warum glaubst du, dass es Esther und Timmy ausgerechnet dahin verschlagen hat? Ich weiß nicht. Es ist ein Gefühl. Hier verschwinden seit Jahrzehnten Leute. Ich glaube, sie werden in den Wald gelockt oder, wie im Fall von Esther, getrieben. Wenn wir die beiden wiederhaben wollen, müssen wir dem Geheimnis des Waldes auf die Spur kommen. Ach, je. In dem Schloss dort drüben hat der Hexenmeister von Buren die letzten Jahre seines Lebens zugebracht. Das Buch, das wir suchen, dürfte irgendwo in dem Gemäuer versteckt sein. Das Buch interessiert mich nicht. Ich will mein Hasenzähnchen zurück. Wenn wir das Böse im Wald besiegen, bekommen wir Esther zurück. Und der Bürgermeister zeigt uns einen sicheren Weg durchs Gebirge. Na dann los! Zip. Es geht Ihnen gut. Ich meine, es darf Ihnen nichts passieren. Sie sind mit heiler Haut in den Wald gekommen. Aber diese Kreaturen waren Ihnen dicht auf den Fersen. Ich könnte es nicht ertragen, wenn auch noch Timmy... Ach, Sie sind bestimmt in Ordnung. Wir müssen Sie nur ganz schnell zurückholen. Also gut, ich mache mich auf die Suche nach den beiden. Haltet ihr hier die Stellung? Ich bleibe nicht hier. Ich werde helfen. Das tust du, indem du dich von Nate reparieren lässt und mir als Berater zur Seite stehst. Und vielleicht könnt ihr Dinge konstruieren, die mir weiterhelfen. Ihr seid viel geschickter als ich. Aber meine Frau ist doch draußen und... Und dein Sohn ist hier. Willst du ihn allein zurücklassen? Oder ihn mit in den verfluchten Wald nehmen? Aber... In Ordnung. Bring mir meine Kirschblüte zurück. Und nur ein Wort und ich stehe an deiner Seite. Ich weiß. Am besten fange ich an, nach Spuren zu suchen und Informationen zu sammeln. Ich muss wissen, womit ich es zu tun habe. Jo, genau das tun wir. Und was wir noch tun, ist den Timer an. So, jetzt gucken wir uns hier mal oben. Da drüben sehe ich, geht's irgendwo hin. Da ist irgendwas. Da ist das Dorf. Hier sind... Ah, hier ist ein Felsstück. Detektiv Wilbur Wetterquarz am Werk. Zu Diensten. Man sieht Gulliver an, dass er nichts lieber tun würde, als Esther in den Wald hinterherzulaufen. Er tut es nur nicht, weil er Nate nicht allein lassen kann. Zum Glück. Sonst müsste ich vielleicht noch jemanden retten. Ich glaube, seit dem Angriff hat Nate noch ein paar extra Scheite aufs Feuer geworfen. Allzu viel Sicherheit strahlt es trotzdem nicht aus. Ich glaube, seit... Jedes Mal, wenn ich ihn anspreche, sehe ich diese schreckliche Mischung aus Hoffnung und Verzweiflung in seinen Augen. Das tue ich mir nicht häufiger an als nötig. Das wäre die optimale Stelle, um ein Würstchen zu grillen. Nicht so heiß wie das offene Feuer, aber immer noch heiß genug. Esther hat gesagt, auf mich würden ein paar Würstchen warten, wenn ich aus dem Dorf zurückkäme. Dann kam alles anders. Aber da glühend, das mit der glühenden Kohle müssen wir uns mal merken. Wir sind den ganzen Weg von Seefels gelaufen. Einen guten Teil der Strecke sogar jenseits befestigter Straßen und Wege. Wir befürchteten, Ratsvorsitzende von Buren könnte die Straßen überwachen lassen. Es war eine anstrengende Reise, aber wir waren gut versorgt. Essen, Wasser, warme Decken. Esther hat alles organisiert. Esther hat sich rührend um Timmy gekümmert. Seit Remis Tod ist er...
ganz anders als sonst. Er war früher immer so unternehmungslustig. Seit wir Seefels verlassen haben, hat er sich die meiste Zeit in Esthers Manteltasche verkrochen und jedes Geräusch ließ ihn zusammenfahren. Und jetzt Monster und Werwölfe. Armer Kerl. Ja, die Wolldecke ist alt, wurde schon mehrfach gepflegt und ich bin sicher, dass sie von der Müllhalde unter Seefels stammt. Aber sie hält warm und geht nicht bei der ersten Gelegenheit kaputt. Jawohl. Die Wolldecke ist alt, wurde schon mehrfach gepflegt, aber sie hält... Ja, wunderbar. Wir haben alles genau so vorgefunden. Ein paar kreisförmig angelegte Steine auf einer Sandfläche, keine Bäume in der Nähe, eine vorbildlich angelegte Feuerstelle. Nur, was sagt es über ein Dorf aus, wenn Reisende lieber außerhalb des Dorfes übernachten, als sich im Dorf ein Zimmer zu mieten? Becher im Sand? Was steckt denn da im Sand? Sieht aus wie ein dickwandiger Steinbecher, wie die Zwerge ihn benutzen. Die Dinger wären mir zu schwer, um damit weite Strecken zu reisen. Aber die Zwerge sagen, der Stein, aus dem die Becher gefertigt sind, erinnere sie an zu Hause. Ich befürchte, der Zwerg, der den Becher hier in die Wildnis getragen hat, hat nichts mehr dagegen, dass ich ihn nehme. Der Becher war mit Sand gefüllt. Vielleicht kann ich den auch mal gebrauchen. Super. Der kleine Kerl hält sich wacker. Er überlegt bestimmt, wie er mir helfen kann. Könnte man hinter seine Stirn blicken, würde man die kleinen Zahnräder arbeiten sehen. Etwas Sand aus dem Steinbecher. Trocken, aber nicht sonderlich fein. Jeder Zwerg fertigt seinen Reisebecher aus dem Gestein seines Heimatberges und verziert ihn mit seinem Wappen. Es gehört zum Erwachsenwerden dazu. Erst wenn er seinen Steinbecher hat, darf ein Zwerg auf Wanderschaft gehen und unter freiem Himmel übernachten. Ah. Das ist doch mal was Interessantes aus dem Reich der Zwerge. Gut, Feuer haben wir, Kohle, Gulliver will nicht mehr reden. Was können wir hier? Da können wir das Schloss angucken. In dem Schloss hat der Hexenmeister von Buren seine letzten Jahre verbracht. Er traute seinem Bruder nicht und hat eine Möglichkeit niedergeschrieben, wie man dessen mächtigen Zauberstab zerstören kann. Sobald wir Timmy und Esther gerettet haben, werden wir einen Weg zum Schloss finden. Mit oder ohne Hilfe des Bürgermeisters. In dem Schloss hat der Okay. Sind Fußspuren und Fellstücke. Etwas Fell. Könnte vom Werwolf stammen. Er ist Richtung Wald gelaufen und ist diesen Dornen zu nahe gekommen. Fußspuren. Ich bin kein Experte. Aber ich würde sagen, das hier sind nur Esthers Spuren. Sie führen in Richtung Wald, was ich mit Gullivers Aussage decken würde. Spuren vom Werwolf und von Esther. Aber keine vom Paladin. Ist der Paladin etwa noch hier irgendwo? Irgendwie? Sollten wir vielleicht noch mal kurz mit Gulli drüber sprechen. Gulliver? Wilbur, wie können wir helfen? Ich habe einige Spuren vom Werwolf gefunden. Und auch von Esther. Aber seltsamerweise keine vom Paladin. Er war da. Ich habe ihn genau gesehen. So wie ich dich jetzt sehe. Ich glaube dir. Aber dennoch, er hat keinerlei Spuren hinterlassen. Also gut, haltet die Stellung. Ah. Wir sind hier, wenn du uns brauchst. Nee, Moment. Der Paladin ist ein Werwolf und hat sich hier verwandelt, als er ins Mondlicht getreten ist. Bestimmt. Dann mal ab ins Dorf nochmal. Wir waren ja hier noch gar nicht fertig, uns umzugucken. Hier sind Ziegel, noch ein Haus und ein Brennofen, ein Friedhof und eine Kirche. Gebrannte Ziegel zum Hausbau. Vermutlich gibt es irgendwo in der Nähe ein Lehmvorkommen. Das Haus eines Handwerkers, wie es scheint. Holzbretter, Ziegel, dort etwas Reet und einige Dachschindeln. Der Handwerker muss das Haus vor Jahren verlassen haben. Heute hätte er hier im Dorf viel zu tun.
In dem Ofen hat seit Jahren kein Feuer mehr gebrannt. Und so krumm und schief, wie er ist, sollte ich aufpassen, dass er nicht über mir zusammenstürzt. Friedhöfe sind schon unter normalen Bedingungen angsteinflößend. Aber der hier ist extra gruselig. Extra gruselig. Ich frage mich, warum die Leute in abgelegenen Dörfern Grabsteine und Kreuze nie gerade aufstellen können. Haben die denn weder Winkel noch Augenmaß? Na, erstmal gucken wir uns hier noch das Bettlaken an. Vielleicht können wir da irgendwas mitmachen. Der Bürgermeister ist nicht nur Bürgermeister, Feuerwehrmann, Priester, Kutscher und Schmied. Er ist auch seine eigene Waschfrau. Gezwungenermaßen. Mitnehmen, damit können wir bestimmt irgendwann Geist spielen. Sofern mir das dabei hilft, das Böse aus dem Wald zu vertreiben, hat der Bürgermeister hoffentlich nichts dagegen. So. Ah, das ist eine Schnur kann man eigentlich immer gebrauchen, wie ich schon zu mehreren Gelegenheiten angemerkt habe. Es wäre kein Diebstahl. Ich brauche die Schnur dringend, um damit Dinge zu machen. Allerdings ist die Wäscheleine an einen Haken am Haus geknotet und der ist zu weit oben für mich. Nein, nein, nein. Okay. Ja, okay. Also, da können wir noch nicht ran. Gucken wir uns die Kirche an. Die Kirche sieht aus, als hätte sie seit Jahren niemand mehr betreten. Eine Geisterkirche. Also, keine Kirche für Geister. Eine Kirche für Menschen. Geistliches hat damit nichts zu tun. Wie fast alle Gebäude im Dorf. Verlassen, gruselig und irgendwie auch ein wenig traurig. Ja gut, da können wir nicht rein. Nur dann ab in den Wald. Los, Wilbur. In dem Augenblick, als ich diesen gruseligen Wald gesehen habe, wusste ich, dass es mich früher oder später dort hinein verschlagen würde. Aber egal, wie viel Angst ich habe, Timmy und Esther haben bestimmt noch mehr. So weit, so gut. Der Bürgermeister hat gesagt, der Wald verwirre die Sinne. Ich muss mir merken, wie ich wieder zurück ins Dorf komme. Und ich sollte nicht allzu laut sein. Hier treiben sich ein Werwolf, ein Ritter und vielleicht auch noch ein kopfloser Reiter herum. Also hier ist ein Beil in einem Stumpf. Ein Beil? Der Holzgriff ist ganz verwittert und der Eisenkopf ist mit einer feinen Rostschicht überzogen. Es muss schon sehr lange im Baum stecken. Monate, vielleicht Jahre. Das kriegst du doch bestimmt nicht heraus, oder? Oh, doch. Cool. Die Klinge ist noch blank und sieht halbwegs scharf aus. Der Baum hat sie vorm Rost geschützt. Aber vielleicht erstmal... Nein, verdammt. Nein, geh nochmal zurück nach da. Verdammt, das ist ein ganz anderer Screen. Das erinnert mich an die Suche des Schwertmeisters. Also an die Suche nach dem Schwertmeister bei Monkey Island. Das ist bestimmt nur Zufall. Lange dachte man, Augen in der Dunkelheit würden zu gefährlichen Tieren gehören, die einen beobachten. Doch dann stellte sich heraus, dass es einfach nur glühende Augen ohne Körper sind, die ganz harmlos vor sich hinschweben. Kein Grund zur Besorgnis. Ach so, dann ist ja gut. Das ist Timmys Halstuch. Es ist zerrissen. Hier sind mehrere Äste abgeknickt. Und hier? Oh Mann! Ein paar Fellfetzen. Sie sehen genauso aus wie die oben am Lagerfeuer. Aha. Der Werwolf muss auf Timmys Fährte sein. Hoffentlich war der Kleine längst weg, als der Wolf hier vorbeikam. Eieiei, gut, dann müssen wir weitergehen. Die anderen Screens, die finden wir bestimmt... Ui!
Jetzt erstmal glühendes Moos. Ich weiß nicht, ob mir das leuchtende Moos gefällt. Es spendet etwas Licht, das ist gut. Aber es sieht auch ziemlich unheimlich aus. Irgendetwas ist hier im Busch. Etwas Großes. Bestimmt Esther. Ich kann nicht erkennen, was es ist. Könnte Esther sein. Genauso gut aber auch ein Werwolf oder ein anderes Waldmonster. Ich kann mich doch unmöglich vor den Busch stellen und dann einfach die Äste auseinanderdrücken. Was, wenn mich ein sprungbereiter Werwolf erwartet? Dann nutzt dir das jetzt auch nicht. Ich kann nicht genauso gut, aber auch ein Werwolf. Also gut, ich werde mich schlagbereit machen und... Hallo? Ist da jemand? Oh, hallo, kleiner Mann. Hallo. Darf ich fragen, was Sie hier tun? Sie sehen nicht wie eine Pilzsammlerin aus. Ha, das möchte ich hoffen. Ich bin auf dem Weg zu meinem Verlobten. Er wohnt hier im Düsterwald in einem prächtigen Schloss. So hat er mir zumindest geschrieben. Das Gewitter hat mich überrascht und plötzlich stand diese alte hässliche Frau mitten auf dem Weg. Sie hob einen knöchrigen Finger, deutete auf mich und zeigte ein zahnloses Lächeln. Ich muss einen Augenblick unachtsam gewesen sein. Mein Rappe warf mich ab und lief in den Wald mit all meinen Sachen. Das klingt fürchterlich. Das ist es. Ich treffe meinen Verlobten und habe nichts anzuziehen. Die alte Frau auf dem Weg? Klingt so, als könnte es eine Hexe gewesen sein. Ja, vielleicht. Sie war ganz alt und schrumpelig und hässlich. Ich habe mich noch nie so gefürchtet. Ein weiterer Gegner, auf den wir uns einstellen müssen. Gegner? Kämpft ihr Waldwichtel gegen diese Gestalten? Ich bin ein Gnom, kein Wichtel. Und ich komme aus den Bergen. Ich werde zumindest dankbar sein, wenn ich dieses Gesicht nie wiedersehen muss. Hey, wenn du ein Waldwichtel bist und sowieso die ganze Zeit hier herumwichtelst, dann kannst du ja vielleicht meine verloren gegangene Kleidung finden. Ich zahle gut. Naja, mal sehen. Mein Name ist Wilbur, aber sagen Sie, haben Sie hier im Wald vielleicht einen weiblichen Zombie, eine Ratte, einen Ritter, einen Werwolf oder einen kopflosen Reiter gesehen? Du meine Güte! Nein, ich befürchte nicht. Oder zum Glück nicht. Kennen Sie den Weg zum Schloss? Können Sie mich vielleicht mitnehmen? Ich kenne den Weg nicht. Vladi hat mir geschrieben, ich solle mir im Dorf einen Führer suchen. Der Weg durch die Berge sei sehr gefährlich. Vladi? Vladi? Ihr Verlobter? Der Graf. Wie ist er so? Er ist toll. Sehr reich und sehr alt. Ich kann es kaum erwarten, ihn persönlich kennenzulernen. Sie sind mit ihm verlobt, haben ihn aber noch nie getroffen? Warum zögern und riskieren, dass ihn mir eine andere wegschnappt? Hier im Wald ist es zu gefährlich. Kommen Sie, ich bringe Sie ins Dorf. Ausgezeichnet. Wo geht's lang? Hier. Oder Moment, nein. Hier. Oder, ach, folgen Sie mir einfach. Ich habe es schon Ihrem jungen Freund gesagt. Ich setze keinen Fuß vor die Tür, solange der kopflose Reiter frei herumläuft. Können Sie dann wenigstens eine Nachricht zum Schloss schicken, dass Vladi mich hier abholen soll? Ich wüsste nicht, wie. Ich befürchte, Sie müssen sich gedulden, bis der Kopfgeldjäger mit guten Nachrichten zurückkehrt. Seien Sie mein Gast. Fühlen Sie sich ganz wie zu Hause. Danke, dass du sie hergebracht hast. Ich meine, wirklich danke. Gern geschehen. Die Statistik sagt, kann ich mir immer noch nicht nehmen.
Gibt er mir jetzt vielleicht irgendwas? Hallo. Ja? Wie es scheint, werde ich Ihnen letztendlich also doch helfen. Wie meinst du das? Der Fluch? Der Wald? Wir haben einen gemeinsamen Gegner, wie es scheint. Richtig, richtig. Versuch es nur. Ich traue dem Kopfgeldjäger mehr zu. Aber ich bin mittlerweile so weit, dass ich nach jedem Strohhalm greife. Danke. Sehr motivierend. Der Laden hier ist ein traditionelles Abenteurer- und Heldengeschäft, oder? Allerdings. Mein Großvater hat es gegründet. Früher war hier viel los. Im Wald gab es Riesenspinnen. Eine Tagesreise nach Süden befand sich eine alte Goblinmine. Zur Blütezeit des Heldentourismus wollten wir sogar eine Kanalisation bauen. Wir verkaufen Rüstungen, Waffen, Tränke, Verpflegung, Eispfeile, Gegengifte, alles, was man so braucht. Und bezahlen lassen wir uns mit Spinnenbeinen, Goblinohren und solchen Dingen. Und was machen Sie damit? Geschäftsgeheimnis. Wenn du was verkaufen willst, kannst du das ohne Risiko tun. Ich bewahre den Gegenstand auf für den Fall, dass du ihn später zurückkaufen willst. Wie bitte? Naja, falls du es dir später anders überlegst, dann kannst du denselben Gegenstand zum selben Preis bei mir zurückkaufen. Das nennt man Marktwirtschaft. Das böse Herz des Waldes. Was genau ist das? Und wo finde ich es? Es ist eine Lichtung im Zentrum des Waldes. Ein alter, toter Baum steht dort. Du wirst es erkennen, wenn du es siehst. Aber wie finde ich die Lichtung? Der Wald ist ziemlich groß. Und verwirrend. Das Herz des Waldes will nicht gefunden werden. Was immer uns diese Kreaturen auf den Hals hetzt, es lebt auf dieser Lichtung. Da bin ich mir sicher. Glaubst du, dass es vielleicht der Geist vom Hexenmeister Van Buren ist? Vielleicht. Die Alten haben uns gewarnt. Sie meinten, man solle sich nicht mit einem Hexenmeister anlegen. Sie hatten Angst und haben von schrecklichen Gefahren geflüstert. Hätten wir doch nur auf sie gehört. Kann mir dein Gerät nicht dabei helfen, das Herz des Waldes zu finden? Zeigt es nicht Geister und solche Sachen an? Ah, verstehe. Du meinst, nichts hier in der Nähe strahlt mehr psychokinetische Energie aus als das Herz des Waldes. Damit könntest du recht haben. Du solltest dir einen PKE-Detektor besorgen. Ein PKE-Detektor kommt auch von den Ghostbusters, oder nicht? Ich dachte eigentlich, sie könnten mir ihren geben. Meinen Detektor? Niemals. Es ist ein großartiges Gerät. Es hat mich noch nie im Stich gelassen. Aber wenn sie es mir geben, könnte ich das Herz des Waldes finden und den Fluch beenden. Oder du könntest getötet werden und es im Wald verlieren. Es dauert Wochen, bis so ein Meisterwerk der okkulten Technik hierher geliefert wird. Und genau deswegen kann ich ja auch nicht auf ein anderes Gerät warten. Ich brauche ihres. Schlag dir das aus dem Kopf. Der Detektor zeigt zuverlässig an, wenn Übernatürliches hier herumschleicht. Und das muss ich wissen. Ich bräuchte etwas, mit dem ich mich gegen den Werwolf verteidigen kann. Haben Sie so etwas im Angebot? Ein Werwolf hat uns bisher noch nie angegriffen. Deswegen haben wir keine speziellen Anti-Werwolf-Waffen oder etwas in der Art. Aber soweit ich weiß, sollte jede normale Waffe aus Silber ihren Zweck erfüllen. Wie bist du geskillt? Schild und Schwert oder beidhändige Dolche? Du meinst, mit zwei Dolchen gleichzeitig kämpfen, ohne sich selber zu schneiden? Ah, also ein Fernkämpfer. Bögen, Armbrüste oder Schleudern? Wobei, eine Schleuder gegen einen Werwolf? Nee. Bogen oder Armbrust wären besser. Ich habe einen schönen Kompositbogen plus 2 auf Lager. Aber der erfordert Geschicklichkeit 15. Ich glaube, mit so einer Armbrust könnte ich vielleicht umgehen. Ja, eine leichte Armbrust ist einfach zu bedienen und hat ordentlich Wumms. Jeder Noob kann damit etwas treffen. Nur du nicht. So eine leichte Armbrust, was kostet die? 3 Gold, 7 Silber und 2 Kupfermünzen. Oder ich gebe dir eine Quest. Was für eine Quest? bringe mir
10 Wolfspelze. Haben Sie sich das gerade ausgedacht? Nein, es ist sehr wichtig. Klingt für mich wie eine ziemlich generische Aufgabe ohne echten Sinn. Du bringst mir 10 Wolfspelze und erhältst von mir als Belohnung eine Armbrust. Was gibt es da noch zu diskutieren? Geil. Silberbolzen habe ich allerdings keine. Meine Freunde oben am Lagerfeuer. Kann ich sie vielleicht hierher holen? Es könnte sicherer für sie sein. Natürlich. Nicht nur für sie. Die Monster aus dem Wald schnappen vielleicht einen von ihnen anstelle von mir. Also schön. Dann sage ich Gulliver Bescheid. Gulliver? Ist das nicht der, der geköpft wurde? Nicht geköpft. Er hat nur seinen Kopf verloren. Als Zombie hält er sowas aus. Zombies kommen mir nicht ins Haus. Aber warum denn nicht? Er ist sehr nett. Ich will mit solchen Leuten nichts zu tun haben. Lebendig oder tot. Sie sollen sich entscheiden. Wir wollen anständige Leute hier im Dorf. Nicht welche, die aus Teilen anständiger Leute zusammengenäht sind. Auf Wiedersehen. Alter. Das hoffe ich. Das hoffe ich wirklich. Ist das ein nerviger Vogel? Also gut, aber für 10 Wolfspelze hilft er uns weiter mit der Armbrust. Und die Wäscheleine kriegen wir noch nicht. Ich möchte jetzt nochmal in den Wald gehen und gucken, was da alles rumfleucht. Also das Herz des Waldes werden wir wahrscheinlich so nicht finden. Aber ich will mich hier umsehen. Hier gibt es bestimmt noch mehr zu gucken. Hier ist auf jeden Fall ein Stofffetzen. Das ist... Oh nein! Was ist das denn? Wer hätte gedacht, dass man mit blutigen Stofffetzen Gnome anlocken kann? Eine Falle für den Werwolf. Beeindruckend. Danke. Du bist auch ein Gnom, oder? Scharf beobachtet. Ich habe das Halstuch von meinem Freund gefunden. Darüber hinaus aber noch nicht allzu viele Spuren. Wie sieht's bei dir aus? Einige Spuren vom Werwolf und Fußabdrücke einer schweren Person, die aus Richtung der Klippen kommen. Das müssen Esthers Spuren sein. Sie verlieren sich bald im Unterholz. Von einem Ritter, einem kopflosen Reiter oder sonstigen Schreckgestalten keine Spur. Vielleicht sind es Geister? Genau meine Vermutung. Irgendein Spuk. Jemand beschwört all diese Geistergestalten, um uns Angst zu machen. Dann dürfen wir uns keine Angst machen lassen. Ich kenne keine Angst. Naja, nur Spinnen. Die kann ich nicht leiden. Wie sie so da sitzen und dann plötzlich loslaufen und viel zu viele Beine. Wow, Kopfgeldjäger. Das ist so cool. Die meisten von uns Gnomen sind ja eher Nerds. Wir basteln gerne komplizierte Maschinen, mögen es gemütlich und meiden die große weite Welt. Du bist auch hier. Und so eine Art Magier? Naja, nicht so richtig. Ich versuche meinen Freunden zu helfen. Auch ganz ohne Magie. Und du? Hat dich die Abenteuerlust in die weite Welt gelockt? Gold. Oh. Nicht mein Traumjob, in zwielichtigen Gasthäusern herumzusitzen und Aufträge von schmierigen Gestalten anzunehmen. Sobald ich genug Gold zusammen habe, gehe ich zurück in die Höhlen und vergesse hoffentlich das meiste, was ich erlebt habe. Clevere Falle. Für mich hat sie schon mal gereicht. Du bist aber auch kein Werwolf. Messerscharfe Sinne und noch schärfere Zähne und Klauen. Der Käfig wird ihn nicht lange aufhalten und der Kampf mit dem Biest wird kein Vergnügen. Vielleicht sollten wir doch zusammen weitergehen. Dann können wir uns gegenseitig beschützen, weißt du? Du solltest gar nicht hier sein. Geh zurück ins Dorf und warte da 3 Tage. Wenn ich bis dahin nicht zurück bin, verlasse den Düsterwald und schaue nicht zurück. Auf gar keinen Fall. Ich werde nicht ohne Timmy und Esther aufbrechen. Dann schrei laut, wenn der Werwolf dich erwischt hat. Dann weiß ich wenigstens, wo ich ihn suchen muss. Ich denke, das lässt sich einrichten. Genug geredet. Wir müssen meine Freunde finden. Ich muss einen kopflosen Reiter zur Strecke bringen und ich werde den Werwolf töten. So einer fehlt noch auf meiner Liste. Wenn ich dabei über deine Freunde stolpere, schön. Wenn nicht, auch gut. Wilbur. Was? Mein Name. Wilbur Wetterquarz. Und ich habe Angst um Timmy und Esther. Ich will sie unbeschadet zurück.
Ich werde sehen, was ich tun kann. Ein blutgetränkter Stofffetzen als Köder für den Werwolf. Im ersten Augenblick dachte ich, er würde Timmy gehören, aber vermutlich ist es nur Schweineblut oder etwas in der Art. Hoffe ich zumindest. Lange Stäbe sind fast so nützlich wie Bindfäden. Man kann sie für alle möglichen Dinge benutzen. Gut. Die Falle ist unter dem Laub nicht zu sehen. Ein gutes Stück Gnomentechnologie. Kompliziert und mehr oder weniger funktionstüchtig. Gut, wir müssen trotzdem einen kleinen Cut machen, ansonsten wird die Folge viel zu lang. Es tut mir sehr leid. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haltet bitte die Ohren steif und adios.